Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy. Jawohl, meine Lieben, wir sind immer noch hier in der Sumpfgrotte. Allerdings sind wir eingedeckt mit Antidot und uns kann so schnell nichts mehr aus der Ruhe bringen, sollten wir eigentlich meinen. Wir haben auch in der letzten Folge hier die Krone gefunden, die der König benötigt, den wir in der letzten Folge angetroffen haben. So. Jetzt müssen wir heute hier noch die rechte Seite hier ablaufen. So, und hier kämpfen wir auch dann schon direkt gegen Skorpione. Ganz toll. Super, Anthony ist auch schon wieder im roten Bereich und vergiftet sind wir auch. Das wird ja immer besser hier, das ist ja... aber wie gesagt, uns kann so schnell nichts aus der Ruhe bringen, denn wir sind gut eingedeckt. 117, sehr schön. Das war doch, glaube ich, ein Critical Hit, oder? 79 und adieu. 210 Gil. So, jetzt muss ich hier erstmal uns wieder heilen. So, einmal mit Antidot. Potion. Genau. So, du auch. Du bekommst auch eins. So, alles klar. Dann haben wir noch 13 Stück. So, Moment. Ich muss mir angewöhnen, dass ich die Kreistaste drücken kann. So, hier ist auch leer. Aha. Ja. Diese Gegnerkonstellation hatten wir bisher auch noch nicht. Und glaub mir, ich habe da was richtig Gutes im Sinn hier. Magie, Feuerer. Ich glaube, das gefällt dir nicht so. Aber ich glaube, das lohnt sich gar nicht mehr, weil wir jetzt schon hier zwei Gegner erledigt haben. Der Blaue könnte überleben. Ja. Weil seine Schwäche ist ja Blitz und nicht Feuer. Aber egal. Wir haben ihn auch so down bekommen. 206 Skill, 681 Erfahrungspunkte, die durch 4 geteilt werden. So, was haben wir hier? Hallo? Oh nein, oder? Ah, das hier sind meine Gegner, die mag ich nicht so besonders, ne? Weil die sind halt magieanfällig. Und physische Angriffe macht denen kaum was aus. So, das habe ich für euch abgekürzt. High Potion erhalten, immerhin. Ein kleiner Trostpreis. Eigentlich ein guter Trostpreis, ne? Wir wollen High Potion mal nicht so schlecht reden. So, Antidot, bitteschön. So, das kann auch vorerst so bleiben. So, hier haben wir noch eine Kiste mit 1135 Gil. Die hatten wir in der letzten Folge schon mal geöffnet, diese Kiste. Und dann bin ich aber gestorben, weil ich vergiftet gewesen bin. Sag mal, was sind das hier für brutale Gegnerkonstellationen? So, der Christopher ist dran, richtig? Gut, dann greifst du ihn an. Anthony, du kannst auch ihn angreifen. Ihr könnt die Skelette angreifen. Eure Schläge sollten ausreichen, um die zu vernichten. Ja, würde ausreichen, wenn wir halt auch an die Reihe kämen. Aber zum Glück hat er den Christopher angegriffen. Also der Christopher, der steckt die physischen Schläge echt gut weg. Also da kann man sagen, was man möchte. So. Zack, 76. Und du darfst einpacken. Yes. Und tschüss. So, komm, Raphael. Jawoll. Super. 600 Erfahrungspunkte. So, dann schauen wir mal. Ah, hier werde ich hier brauche ich auch einen Schlüssel. Ja, ich wollte eigentlich erst sagen, hier werden wir auch einen Schlüssel brauchen. Und dann habe ich mich aber dann doch wieder so im Kopf umentschieden, was ich dann doch, dass ich das doch anders sagen möchte. Und dann fange ich manchmal an zu nuscheln. Ich rede einfach manchmal zu schnell. Jawohl, Raphael ist aufgestiegen. 116 Lebenspunkte, ich glaube es immer noch nicht. Wir sind aus dem 80er Bereich weg. Diese Tür. Oh. Das hatte jetzt aber nichts mit der Tür zu tun, oder? So, du kümmerst dich hier um den Blauen. Genau, wir greifen einfach alle blau an. Genau, der ist weg. Der ist raus. Super, wunderbar. Dann haben wir nur noch grün hier. 42 und tschüss. Weil es ein Critical Hit gewesen ist. Deshalb. Sehr schön. Also wir kommen hier auch nicht rein, ne? Hier brauchen wir auch diesen Zauberschlüssel. Und hier sind die Gargoyles. Hallo. Die irgendwie so Augen haben wie Mücken. Finde ich. Ja, sieht mehr so aus wie eine Mücke. Wie Gargoyles. So. Hier haben wir ein Potion.
So, oh nein, lass mich doch einfach mal geradeaus entlanglaufen, ohne dass ich in einen Zufallskampf konfrontiert werde. Also ich finde, dass die Zufallskämpfe hier schon echt stramm sind. Also alle 5 Meter ist hier ein Zufallskampf. So, hier ist nichts drin. Ja, meine Rede. Ah, hier geht's wieder los. Wir werden höchstwahrscheinlich wieder stark vergiftet. Zack. Zack. Okay, wir sind nicht vergiftet. Ich hätte nichts sagen sollen. Ich hätte meinen Mund halten sollen. Jawohl, 119, geschieht dir recht. Zack, mit dem Hammer. Bam! Warum darfst du nochmal angreifen? Das ist nicht nett. Unfair ist das auch nicht. 675 Erfahrungspunkte. Items, Antidot. Bitteschön. So, hier oben haben wir noch was. Und hier ist noch eine Kiste. Hallo. Na, alles gut bei euch? So, wir werden das genauso angehen wie eben auch. So. Hey! Oh nein. Oh, aber Anthony hat es noch alleine geschafft. Greifen die alle den Christopher an? Moment mal. Du bleibst bitte bei den Blutknochen. Und ihr dürft den erledigen. Christopher, möchtest du bitte wieder aufstehen? 76. Okay. Oh, wir haben es auch so geschafft. Eschukraut erhalten. Eschukraut. So. 1045 Gil. Das ist natürlich richtig nice. Damit kann ich mir die Zauber leisten. Und es sieht wohl auch stark danach aus, als wären wir jetzt hier mit diesem Gebiet durch. Ich habe alle Kisten geöffnet. Ja, also ich dürfte keine ausgelassen haben. Ich bin in jedem Raum gewesen, den ich finden konnte. Warum bist du denn jetzt schon wieder vergiftet? Das ist doch... Das ist nicht mehr normal. Deshalb habe ich 99 gekauft. Ich hatte so Frust in der letzten Folge. Und ich nehme diese Folge hier ja im Anschluss auf. Und ich habe gelogen. Ich habe in der letzten Folge gesagt, oh ja, ich habe jetzt 6 Folgen aufgenommen. Das war gelogen, weil die letzte Folge ist nämlich Folge Nummer 5 gewesen und nicht Folge Nummer 6. Denn das hier ist ja Folge Nummer 6. Also ich kann jetzt sagen, ich habe heute 6 Folgen aufgenommen. Obwohl, wenn man es streng nehmen möchte, dann ist das auch gelogen, weil es ist nämlich schon Mitternacht vorbei. So. Möchtet ihr jetzt bitte einfach mal verschwinden? Sind alle wieder vergiftet. Oh Mann. Ich lüge. Nicht alle, die Hälfte. Aber es sind immer dieselben, die vergiftet sind. So, ich zauber jetzt auch. Falls ich zaubern kann. So, greif du an. So, können wir noch? Och, ja, wir können noch Feuer zaubern. Dann zaubern wir hier einmal Feuer und dann ist der untere erledigt und den oberen, den machen wir so platt. Das ist ja nicht mehr schön hier. So, auf Wiedersehen. Zack, Critical Hit, 32, auf Wiedersehen. So, jetzt muss ich mich erstmal wieder heilen. Oh mein Gott. So, dann benötige ich aber auch eine Potion. So, du bekommst auch eine. Alles klar. Und raus hier. Wenn man uns lässt. Ja, aber ich muss dann wohl später nochmal hier hinkommen, wenn ich den Schlüssel habe. Schlüssel des... Jetzt bin ich schon wieder vergiftet. Das ist so ein Scheiß, ey. Das ist so ätzend. Ich weiß, ich habe Antidot, ich habe genug davon und kann mich davon heilen. Es ärgert mich trotzdem. Es nervt mich einfach übelst. Also, ich glaube, ich kann schon mal sagen, das hier ist nicht mein Lieblingsgebiet. So viel steht fest. So. Ich muss mich jetzt hier um den Raphael kümmern. Denn ansonsten haben wir ein kleines Problem.
Ja, okay. Alles klar, hat sich erledigt. Oh, immerhin, ich habe mich dann geheilt von der Zustandsveränderung. Hat er echt noch den Raphael angegriffen? Das ist nicht schön. So, Phönixfeder, bitteschön. Potion. Ja, jetzt muss ich hier erstmal alle heilen. Moment, ich benutze noch die Magie von ihr. So, jetzt haben wir natürlich nichts mehr, ne? Gut, wir werden es überleben. So, schnell die Treppen hoch. Natürlich. Isegrim und Werwolf. Die blauen? Blau, lila, die greifen, also die vergiften uns aber nicht. Hoffe ich doch. Jetzt ist er wieder vergiftet. Es sind immer die ein und selben, die vergiftet werden. Wien, gibt nix. Deine Gruppe hier hat den Christopher vergiftet. Ihr flieht hier ganz bestimmt nicht. Sarah, Lebenspunkte 260. Yay. Mir geht's nur um die Lebenspunkte. Items und Antidot. Super. 83 haben wir noch. Von 99. Achso. Sagst du irgendwas? Nee, ne? Du lässt mich ja auch nicht vorbei. Ja, die Statue ist ja auch im Weg. Das könnt ihr vergessen. Ich haue ab. Die hier mag ich nicht besonders und da lassen tun sie mir auch nicht wirklich was. So, hier raus. So, jetzt muss ich kurz überlegen, wo ist der... Ist das dein Ernst? Komm, ich bin aber im Vorteil. Ah, ich hätte vielleicht jetzt mit Raphael zaubern sollen. So, Magie, Feuer und Schuss. Das ist es gewesen. Und bei dir fehlt auch nicht mehr allzu viel. Bitte nicht vergiftet, danke. Geht doch. Ja, 40 Skill. Ah, Stufenaufstieg für den Christopher. Stufe 17, 314 Lebenspunkte. Nee, das ist nicht hier gewesen. Nee. Das ist weiter oben gewesen, oder? Ich muss nämlich jetzt die Leiter hoch. Das ist doch die Leiter gewesen. Nein, nicht vergiften. Natürlich ist er vergiftet, natürlich. Ein Angriff und direkt schon vergiftet. Das ist abnormal. Das ist so abnormal, echt. Das habe ich echt noch in keinem Spiel erlebt. Wirklich in keinem Spiel habe ich das bisher erlebt. In dem ich so oft hintereinander vergiftet wurde wie hier. Ja, das war Fehlalarm. So, jetzt hier lässt sich jetzt niemand mehr vergiften. Glück gehabt. Oh. Und Anthony ist aufgestiegen. Yay. So, müssen wir mal gucken. Hier vielleicht? Und hier geht's direkt schon weiter. Ich habe keine Lust, gegen die zu kämpfen. Geflohen. Mit Erfolg. Genau, hier ist die Leiter. Hier ist die Leiter. Wir sind da. So, noch einmal die Treppe hoch und dann ist es das gewesen. Ich finde das auch toll, wie die Gegner hier sich so schön auflösen. Finde ich auch toll. Finde ich gut gemacht. So, komm. Schnell. Oh nein. Natürlich. Ihr wollt mich zum Abschied nochmal vergiften, ne? Das war so klar. Das war so klar. Und es ist immer der Christopher. Immer. Wie nervig. Es ist einfach so nervig. Erfahrungspunkte. So, dann benutzen wir nochmal was so Schönes. Ein Antidot. Bitteschön. So, hier ist die Treppe. Ja, wir sind draußen. Wir sind draußen. Wir haben es geschafft. Wir sind draußen. Hallo, was geht denn hier mit euch? Oh nein. Oder jetzt geht das hier draußen mit der Vergiftung weiter. Schlechter Scherz jetzt. Was, gelähmt sind wir jetzt auch? Natürlich. Warum auch nicht? Sehr schön.
Okay, weitermachen. 94, raus, raus, fliehen. Oh, er greift wieder an. Das ist super. Okay. So, und wisst ihr, was wir jetzt tun? Ich benutze einmal ein Antidot, bitteschön, und dann werden wir zelten. Oh, Entschuldigung. Ich habe hier gerade mein Dings umgeworfen. Okay, alles wieder im grünen Bereich. Sehr schön. Lasst uns weiterziehen. Dann wollen wir doch mal die Krone abgeben. Dem guten König wollen wir ihm die Krone geben. Ah ja. Fängt ja wieder richtig gut an. Moment mal, ich kann doch dann jetzt auch wieder zaubern, ne? Feuerer, bitteschön. Dann wollen wir doch mal hier alle abfackeln. Juhu, ist das nicht schön? Und alle 6 erledigt. Sehr gut. Das ist richtig toll. Wie reich sind wir eigentlich? 12.830, das ist schön. Dann können wir ja bald einen neuen Zauber kaufen. Also demnächst. So, dann sind wir jetzt hier. Diesen Ort habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Westschloss, ist das richtig? Westschloss, hier unten steht's. Gut, das muss ich mir notieren. Ja, dass wenn ich später mal davon erzählen will, dass ich nicht sagen will, oh, wie hieß das nochmal? So. Hallo. Ihr törichten Narren. Eure Torheit übertrifft meine Erwartungen bei weitem. Denn ich bin Astos, König der Dunkelelfen. Nicht dein Ernst, oder? Es war auch ein bisschen zu einfach für die Krone. Aber das freut mich. Dann haben wir uns die Zeit gespart, ihn zu suchen. Astos, mit der Kraft der Krone, die ihr mir gebracht habt, und der Kraft des Kristallauges werde ich nun über alle Elfen herrschen. Ich werde sie alle unterjochen. Zum Glück habe ich eben gezeltet. Ihr wollt mir die Krone nicht geben? Dann hol ich sie mir eben. Ja, dann hol sie dir mal. Ach Gott, bist du wahnsinnig hässlich. Naja, wir werden damit schon umgehen können. So, ihr greift an. Was können wir hier so Tolles? Greif einfach mit an. Ich würde sagen, ich glaube, er... Warte, wir werden erstmal mit Gemach arbeiten. Faul. Hey! Ist das Stoppzustand? Warum glänzt der, Christopher, so? Gemach ging daneben. Angreifen. Warum glänzt der so? Also blinkt der so. Das finde ich nicht toll. Magie. Feuer. Exitus. Instant-Tod. Are you serious? Okay, das ist natürlich nicht schön. Hier, eine Phönixfeder. Vita. Und du benutzt Feuer. Feuerer benutzt er. Okay. Phönixfeder, sehr schön. Schön, dass das auch in der Reihenfolge funktioniert. Du musst ihn jetzt heilen. Sehr schön. Auch wenn es nicht viel ist, aber besser als nichts. Okay. Angreifen, angreifen, Magie. Vita. Und du zauberst bitte nochmal mit Feuer. Passt? Ah, nee, das hätten wir wohl gerne, oder? Wenn ich das gewusst hätte, dass wir gegen den kämpfen, dann wäre ich erstmal ins Elfendorf gegangen und hätte mir da die neuen Zauber gekauft. Du greifst auch an. Moment. Nee. Hindert Gegner Magie zu benutzen. Wollen wir das mal ausprobieren? Ich kann mir gut vorstellen, dass er dagegen immun ist. Achso, wir haben ihn schon. Okay. Ich dachte, er wäre etwas anspruchsvoller. Aber gut. 2000 Gil. Sehr schön. 2250 Erfahrungspunkte. Kristallauge erhalten. Wunderbar. Da wird sich ja die Matoya freuen. Und die Krone haben wir auch, ne? So, Moment mal. Item. Wertvolles. Kristallauge und die Krone. Eine mystische Kristallkugel.
Eine Krone, die geheimnisvoll im Licht funkelt. Okay. Das ist schön. Das ist super. Freut mich. Yay, ich hab's geschafft. Den richtigen Weg zu finden. Juhu. Nachdem wir ja in der vorletzten Folge ist es, glaube ich, gewesen. Ja, so unheimliche Probleme hatten. Zum Glück habe ich gezeltet, ansonsten hätte ich echt ein kleines Problem gehabt. Ah, das ist mein letztes Potion gewesen. Okay, das wird schon reichen. Natürlich, Zufallskämpfe. Die gibt es natürlich auch noch. Da müssen wir uns auch noch drum kümmern. Dann werde ich erstmal zurück zu dieser Elfenstadt gehen. Die ist doch, glaube ich, auch Elfenstadt, ne? Das Grabstein Link ist tot. Nee, Link ruht hier, ne? So war's. Entschuldigung. Link ruht hier. Meine Güte. Meine Güte. Das ist schon stramm. So, Moment. Dann muss ich jetzt erstmal hier runter. Nein! Ah, hallo. Meine Freunde. Dann kümmern wir uns ja natürlich erstmal hier um euch, ne? Gigaswurm, genau. Bei denen hatte ich ja am Anfang so ein bisschen Bammel, ne, weil die so in Anführungszeichen stark waren. Ach, Ogre, was ist los? Ogre, Ogre. Und das ist es auch gewesen. 321 Erfahrungspunkte. So, hier vorne ist mein Schiff. Oh, hier müssen wir lang. Nein, noch ein Zufallskampf. Ah, vier Taranteln. Na, super. Na komm schon. Okay. Na komm. 12. Wir teilen echt wenig aus hier, meine Magier-Friends. 61. Haben die doch so viele Lebenspunkte? Ah, die schwarze Witwe hatte nicht so viel. Die hatte weniger. 200 Gil. Dankeschön. So kann man auch reich werden. Genau, hier möchte ich als erstes hin. Genau. In der Elfenstadt sind wir. Hier habe ich noch ein bisschen was zu kaufen. Ey, Moment mal. Wo ist denn der Friedhof? Der ist doch... Da oben. Hier ist er. Hier ist der Friedhof. So. Und hier steht... Hier ruht Link. Das ist echt krass. So, okay, dann rede ich erstmal hier mit ein. Ich denke, dass sie jetzt was Neues sagen, oder? Der König der Dunkelelfen Astos. Niemand weiß, wo er sich aufhält. Den habe ich bekämpft. Den gibt's... Nein! Das ist nicht das, was ich wollte. Den gibt es nicht mehr. Der hat sich aufgelöst, der Gute. Ah, stimmt. Danke, schön, dass wir darüber sprechen. Da fällt mir doch gerade ein, dass ich doch die Monsterfibel aufrufen sollte. Mir fehlt immer noch Gegner Nummer 13. Das kann doch nicht wahr sein. Gegner Nummer 13 fehlt mir. Astos, hier haben wir ihn. Astos, 420 Lebenspunkte hatte der. Mithrilschwert hätte er gedroppt. Och ja, Schwächen keine. Na super, Resistenzen keine. Okay, dann ist das mit dem Gemach einfach nur daneben gegangen. Magieabwehr 170. Echt so viel. Ich hatte das Gefühl, dass Feuer eigentlich richtig gut zugeschlagen hat. So, Pisco-Dämon. Das sind die Dämonen, die die Krone bewacht haben. In diese Falle, in die wir... Die Falle, die wir geöffnet haben. 84 Lebenspunkte. Da sind wir aber in der letzten Folge schon in der Monsterfibel gewesen. Ich erinnere mich nämlich wieder. So, Schwarzmagie. Dann schauen wir mal. So, genau. Ich hatte Feuerer gekauft und ich werde auch Blitzer kaufen. So. Okura, senkt die Ausweich. Nein, Fessel lähmt einen Gegner. Ja. Dann lernen wir das. Lähmt einen Gegner. Okay, super. Dann habe ich hier schon mal alles. Fertig. Soweit. Jetzt muss ich mal noch hier oben entlang. So, Vorsicht. Bla bla bli bub. Bla bli bla bli blub. So rum. Sagst du was Neues? Ich reinste eins alleine. Ah ja, das hast du auch schon gesagt, als wir schon mit dir zum ersten Mal gesprochen hatten. Ja, er lässt mich hier gar nicht durch. Ah ne, ich muss am Friedhof entlang, um da unten einkaufen zu können.
So, stopp. Chip, 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 chip. Hier rein. Okay, was wollt ihr lernen? Vitra wollen wir lernen, ganz klar. Die Heilung wollen wir lernen. So, und hier muss ich mich jetzt entscheiden. Exfoy oder Adia führt einen Flächenangriff gegen Untote aus. Nein, dann nehmen wir Exfoy. Ich glaube, davon haben wir dann mehr. Super. Auch schön. So, und dann werden wir jetzt die Magie kaufen für Stufe 4. Die gab es nämlich hier. Die Weißmagie. Kuriert stumm. Halbiert den erlittenen Eisschaden aller Gefährten. Lehrt alle Gegner das Fürchten. Was war das hier? Kuriert stumm. Ja. Dann nehme ich hier auch Ex-Eis. Und nehme hier die Angst. So, Antidot kaufe ich mir. Alles klar. Vielen Dank, dass sie mir das beigebracht haben. Oder wie auch immer man das nennen mag. So, Moment, da möchte ich mir mal ihre Magie anschauen. Schaut mal, wir haben schon einiges. Wir haben schon viel. Na, wie sieht es mit der Schwarzmagie aus? Ja, da kommt noch was dazu. Da wird noch was dazukommen. Und zwar habe ich mich für Hass entschieden. Nicht wahr? Ah ja, super. Das ist es auch vorerst gewesen, weil ich bin schon arm. Ja, wir müssen dann einfach später nochmal hier hinkommen. Ja, genau, du bist der Prophet, ganz genau. Von dem haben wir schon gehört. Genau, das ist der mit den Rüstungen aus Mithril. Okay, dann können wir wohl hier nichts mehr tun. Ne? Passiert ja auch nichts mehr. Das hier ist die Kirche. Immer noch keine Ahnung, für was das gut sein soll hier. Aber, naja, übernachten könnten wir hier aber ruhig. Ja, das ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Übernachten können wir. Und dann werden wir zu Matoyas Höhle gehen. Da werden wir jetzt hingehen. Matoyas Höhle. Warum kann ich die Karte nicht aufrufen? Achso, ja, so switch ich einfach meine Leute. Ah, doch, ich kann die Karte so größer machen. Super. Ja. Wo genau war jetzt Matoyas Höhle? Irgendwo da oben, ne? Wo kommen wir hin? Oh, das hier ist aber recht klein. Das möchte ich dann doch lieber... Nein, 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 nein. Das ist nicht richtig gewesen. So. Ist das dein Ernst? Ey, ich wollte gerade wissen, wo genau mein Schiff ist. Und ihr greift mich einfach so von hinten an. Das ist nicht fair. Das macht man nicht. Wer hat euch so kämpfen beigebracht? Okay, ich muss... Hier oben müsste es sein. Tada! Hier ist es. So, und dann müssen wir jetzt einfach nur geradeaus. Ja, und wir kämpfen hier gegen unsere Freunde. Shangin-König. Da sollte aber jetzt ein Schlag genügen. Ja. Zack. Weiter geht's. Daneben. 124. 111. Wir hatten auch alles an Waffen gekauft unten, ne? Ich meine ja. Doch, ich hatte alles an Waffen gekauft. Ah, ich hätte vielleicht noch diesen Ring kaufen können. Diesen Bronzering, ne? Den hier jetzt auch der Raphael ausgerüstet hat. Genau, Bronzearmreif. Den hätte ich mir jetzt vielleicht noch kaufen können. Aber gut. So, da müssen wir jetzt mal gucken. Im Angriffsvorteil. Ja, die vertragen doch gar nichts. Die gehen doch alle recht schnell kaputt. Zack. Die haben doch nur 20 Lebenspunkte oder so. Wenn überhaupt. Ja, sie hat jetzt natürlich nicht getroffen. Das ist natürlich nicht so toll.
Kommen die alle drei echt noch zum Angreifen? Naja gut, du schon mal nicht mehr. Das ist gut. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir jetzt hier andocken können. Hier. Da können wir andocken. Zack. So, dann sind wir jetzt wieder ganz am Anfang des Spiels, ne? Hier hat das Ganze angefangen, unsere Reise. Na, geh kaputt. Du musst schon kaputt gehen. 18 Erfahrungspunkte. Wie nett. So, gucken wir mal, wo die Höhle gewesen ist. Nein! Wir haben keine Zeit für euch. Wir haben echt gar keine Zeit. Ja, alle 5 Meter echt ein Zufallskampf. Das finde ich echt ein bisschen nervig. Schon ein bisschen viel, muss ich sagen. So. Nichts wie rüber hier. So, ich glaube, das hier ist sie. Nein, das ist der Chaos-Tempel. Das hier ist der Chaos-Tempel. Okay, dann ist das vielleicht doch weiter nach rechts. Alter, gehen mir die Kämpfe auf den Keks. So. Dass sie überhaupt noch gegen mich kämpfen wollen, verstehe ich nicht. Ich glaube, ich muss mit dem Schiff rüber. Oder? Moment. Nee, ich muss einfach nur über die Brücke. Ich muss einfach nur über die Brücke. Und da werden wir dann gegen ihn kämpfen. Ach, gegen ihn kämpfen. Gegen ihn kämpfen. Wir müssen über die Brücke. Und werden da, glaube ich, dann hinkommen. Ah, hier hätte ich andocken können. So, Moment. Nee, das hier ist nicht richtig. Alter, ey, geht ihr mir auf den Sack? So, tschüss. Ach, hast du echt noch überlebt? Ja, super. Ganz toll. Oh, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe mit dem Analogstick nur gedrückt. Da hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir da... Ich glaube, hier ist die Höhle. So, Isekrim, ihr seid auch so richtig nervig. Na, ihr seid auch überall. Überall seid ihr. So, und darf ich bitte... Meine Fresse, warum halten die denn auch so viel aus? Macht, nervt mich nicht. Ja, Matoyas Höhle. Ich hab sie. Ich hab deine Augen. Also, ja, deine Augen. Hey. Oh, ist das mein Kristallauge? Es gehört mir. Gib es zurück. Hier, nimm dies. Es ist ein besonders kostbarer Trunk. Aber gib mir mein Kristallauge wieder. Wegtrunk erhalten. Ein Wegtrunk? Okay. Oh, ich kann wieder sehen. Endlich kann ich wieder sehen. Was ist? Verschwindet! Ich kann euch nicht mehr gebrauchen. Und besonders hübsch seid ihr übrigens auch nicht. Excuse me? Du bist ganz schön vorlaut, meine Liebe. Eigentlich ganz schön frech, das ist ja schon... An Dings vorbei. An Vorlaut. Na, das hat ja mit Vorlaut schon nichts mehr zu tun. Wertvolles. Wegtrunk. Ein Trank, dessen magische Wirkung jeden aus dem Tiefschlaf zurückholt. Moment, irgendjemand hat doch geschlafen. Irgendjemand hat doch geschlafen. Wo war das? War das in Ravoka? Okay, ja, alles klar. Wenn ich das gewusst hätte, wie du unterwegs bist, ja, dann hätte ich dir gar nichts gegeben. Das ist da unten, ne? Da komme ich aber auch zu Fuß hin. Wenn man mich halt lässt. Ne? Wenn man mich lässt, komme ich da auch hin. So, danke. Ja, ich werde euch jetzt nicht hier rausschneiden. Das geht ja eigentlich ziemlich flott. So, ja. So, und dann müssen wir jetzt hier unten entlang.
Natürlich. Wer ist denn jetzt da? Hier habe ich euch jetzt rausgeschnitten, denn das sind ja dann doch noch einige Gegner gewesen. Aber wenn da jetzt so ein Vereinzelner auftaucht oder wenn die dann zu zweit sind... Boah, ist das hier gewesen? Beim Kapitän? Da, wo der Captain Vic ist? War das hier? Oh, Mann. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Also im Chaos-Tempel war es nicht. Maturias Höhle auch nicht. In der Zwergenhöhle. Hat da jemand geschlafen? In der Zwergenhöhle? Nee, da ist doch nur der Schmied gewesen. Und die wollten Schwarzpulver. Nee, das muss hier sein. Das muss hier sein. Das... Okay. Aber wo war das? Irgendwo in einem Haus ist das doch gewesen. So, hier können wir überall was einkaufen. Hier geht's nicht weiter. Das ist jetzt natürlich schlecht. Das hier ist die Kirche, ne? Genau, das ist die Kirche. Ja, der schläft doch schon so lange. Ja, ja, ich weiß. Ich kann mich noch erinnern. Ich meine, natürlich kann ich mich erinnern. Das war heute. Als ich dort gewesen bin. Ich komme aus dem Westen, aus der Stadt Melmond. Nur mit Mühe konnte ich hierher fliehen. Ja, weil da in Melmond werden die Monster bekämpft. In Melmond waren wir aber nicht. In Melmond waren wir nicht. Wo hat er geschlafen? Wo war das? Geh mir aus den Füßen. Geh mir aus dem Weg. Ne, hier ist niemand drin. Ich weiß noch, dass das hier 50 Gil gekostet hat. Hier zu übernachten. Oh, ich müsste dann vielleicht in die anderen Folgen reingucken. Ne, so wechsle ich die Charaktere. Das ist nicht das, was ich wollte. Was ist da unten rechts gewesen? Die Zwergenhöhle ist hier links, ne? Das müsste die Zwergenhöhle sein. So, und unter der Zwergenhöhle ist das Westschloss. So, und dann ganz weit unten ist die Sumpfgrotte. Und weiter rechts ist da nochmal. Was sind da gewesen? Ach so, ja, die Elfenstadt. Stimmt. Und in der Elfenstadt, im Schloss. Im Schloss war das. Zufalls. Ah, nee, das ist nicht das, was ich wollte. Das ist das, was ich wollte. Ich wollte die Karte kleiner machen. Oh, Mann, ich muss ein Schloss. Ich Vogel. Ja, na, geht doch. Endlich. Ah, ich muss zum Schloss, natürlich. Im Schloss war das. Na, danke. Ja, hallo, Exe. Na, alles klar bei dir? Hey, was war denn das für ein Angriff? Und tschüss. Wir tatsächlich noch zwei Schläge für den brauchen. Wahnsinn. Ich kam auch hier unten vorbei. Da erinnere ich mich noch dran. Das, ja. Hier ist diese Brücke. Ist das diese Brücke hier mit diesem optionalen Gegner? Das kann eigentlich nur diese Brücke sein, oder? Oder es gibt später noch eine Gruppe, wollte ich sagen. Eine Brücke. Hier runter müssen wir. Super. So, und dann einmal wieder zurück. Natürlich seid ihr wieder da. Aber die sind ja alle ziemlich schwach, bis auf der Rote. Okay, alles klar, erledigt. Ich möchte meine Aussage revidieren. Sie sind alle schwach. Oh. Okay. Hat ja dann doch noch funktioniert, ohne dass er uns angegriffen hat. So, schnell hier rüber. So, ist hier irgendwo mein Dog?
Okay, erstmal hier den angreifen. Ist ja auch eigentlich ziemlich egal. Oh, bitte doch mit dir. Warum kommt jetzt der Christopher als letztes an die Reihe? Nein, das wollte ich vermeiden. Zum Glück ging es daneben. Nicht, dass wir uns wieder nicht bewegen können. Das wäre nicht so toll. Dankeschön. So, Moment, ich probiere hier. Ah. Nee, doch, Moment. Ich sehe es unten an der Karte. Da ist so eine kleine Ritze. Ich möchte den eigentlich angreifen. Danke für nichts. Wir dürfen anfangen? Nein. Oh, zum Glück verfehlt. Gott sei Dank. Was ja auch nicht schlimm wäre, wenn dieser Gegner mich lähmen würde. Aber es wäre trotzdem nervig. Da wird der Kampf sich so unnötig in die Länge ziehen. Das muss ja nicht sein. So, und nochmal 100 Gil. Ich muss nochmal später einkaufen gehen. Genau, hier wollte ich hin. Genau. So, und dann müssen wir hier ins Schloss und den Wachtrunk abgeben. Dann haben wir doch eigentlich schon sehr viel gemacht in dieser Folge. Wirklich sehr viel. Wir haben die Krone gefunden. Wir haben die Krone... Ne, die Krone habe ich in der letzten Folge gefunden. Ne? Die Krone, die haben wir nur in der heutigen Folge abgegeben. Und wir haben die Augen bekommen und haben die Augen abgegeben. Und jetzt haben wir den Wachtrunk und wir werden jetzt auch den Wachtrunk abgeben. Ich bin mal gespannt, was wir dann als nächstes tun müssen. Jawohl! So. Nein, nein, das ist nicht so richtig. Nein, 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 nein. Nein, was mache ich denn? Ich mache ja genau dasselbe. Einfach nur geradeaus laufen. Danke. Elfenschloss. So, hier war das, ne? Bitte sag mir, dass es hier war. Ja, hier. Der Wegtrunk. Dieses wundersame Gesöff wird den bösen Fluch aufheben und den Prinzen aus dem Schlaf holen. Majestät? Majestät! Mir ist, als sei ich aus einem langen Albtraum wieder erwacht. Oder träume ich gar nicht? Wer Kämpfer des Lichtes? Dies kann unmöglich ein Traum sein. Wie es in der Legende geschrieben steht, sollt ihr nun den Zauberschlüssel erhalten, der so lange Zeit in der Obhut der Elfen war. Wir haben den Zauberschlüssel. Jetzt kann ich alle Orte nochmals besuchen. Wir haben den Zauberschlüssel. Ich kann meinen Dank nicht oft genug aussprechen. Wir stehen tief in eurer Schuld. Nun wird endlich wieder Frieden und Harmonie in unser Reich einkehren. Okay. Möchte ich mal noch mit dem Prinzen sprechen? Bleibt er jetzt trotzdem noch im Bett liegen? Ich meine, das wäre jetzt nicht so toll. Wie lange hat er jetzt im Bett gelegen? 5 Jahre? Das ist nicht so gut, ne? Man legt sich wund. Also ich würde mal an deiner Stelle mal so ganz langsam aufstehen. Halt ganz langsam, ne? Weil Muskeln und so abgebaut und allem drum und dran. Ich weiß, es ist ein Videospiel. Meine tapferen Krieger, ihr habt den bösen Fluch gebannt und mich aus einem bösen Albtraum gerettet. Habt Dank! Ja, kein Thema. So, Items. Wertvolles. Zauberschlüssel. Ein Schlüssel, der magische versiegelte Türen öffnet. Aha. So, gab es hier nicht sogar noch eine magische Tür? Komm, ihr könnt mir nicht einen magischen Schlüssel geben und dann gibt es hier keine Tür, die ich nicht damit öffnen kann. Das wäre schon ein bisschen mies. Da komme ich doch irgendwo rein. Nee, ich habe doch versucht, da hinzukommen. Das hat gar nicht funktioniert. Moment, da stehen ja jetzt 3. Warum stehen jetzt 3 hier? Unser Prinz ist erwacht. Hab 1000 Dank. Kein Thema. In einer Höhle westlich von hier soll ein böser Dämon hausen. Das Faulen der Erde ist offenbar ihm zuzuschreiben. Westlich von hier, okay. Der Schlüssel befindet sich in der Obhut der Elfen, solange bis wir ihn eines Tages den Kämpfern des Lichtes anvertrauen können. Ja, wir haben ihn schon. Danke. Komme ich denn dahin? Da möchte ich hin. Nur wie?
ist die Frage. Oh Mensch, kann das hier auch einsetzen, damit wir hier ein bisschen schneller laufen können? Es soll eine Hexe geben, die einem jeden Trank zusammenbraut. Wie war ja noch ihr Name? Matoya. Genau, und sie hat uns ja diesen Trank gegeben, ne? Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Ich dachte, die würde uns vielleicht später dann Tränke herstellen. Ja, keine Ahnung, so Elixier oder so, ne? Aber, nö. So, wie viele Moneten habe ich? 2179? Ich glaube, das reicht nicht für dunkle Magie zu kaufen. Ich glaube, die haben 2500 gekostet, ne? Ja, 2500 haben sie auch gekostet. Das wird dann nichts. Okay. Okay. Gut, dann werden wir jetzt erstmal die Folge hier beenden und werden dann mal schauen, was wir in der nächsten Folge so mit diesem magischen Schlüssel noch so alles anstellen können. Und vielleicht werden wir uns dann auch mal Richtung Westen begeben und mal nach dem Dämon schauen, der hier seine Unruhe verbreitet und allem drum und dran. Hier fliegt irgendwas in meinem Zimmer rum, ich war kurz abgelenkt. Okay, gut, meine Lieben. Dann bedanke ich mich fürs Einschalten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.